Hallo Leute, willkommen zurück bei Wing Commander 4, der Preis der Freiheit. Wir haben das letzte Mal ein Großkampfschiff ergattert von den Konföderierten. Und Pliers hat hier einiges neues Spielzeug gefunden. Unter anderem eins von diesen fatalen Bomben, die wir ganz am Anfang vom Spiel gesehen haben. Mal schauen, was Pliers dazu sagt. Das ist, glaube ich, diese Scheibe da. Schauen wir mal. Das Ding ist eine wahre Schönheit. Ja. Am liebsten würde ich das Baby nur zum Ansehen hier behalten. Ich glaube nicht, dass wir den Flieger jetzt schon ins Museum stellen sollten. Ja, wäre schade drum. Was ist das? Das weiß ich noch nicht. Oh oh. Aber sehen Sie sich das mal an. Oh. Endlich kann ich mal an das Interessante rumbasteln. Keine Angst, ich werde aus den Babys nichts ausbauen. Die Einlassöffnungen. Das Triebwerk des Fliegers ist Wahnsinn. Materie, Antimaterie. Genau wie bei einem Großkampfschiff. Wissen Sie, was das heißt? Kein Treibstoff für den Nachbrenner. Der Saft kommt direkt aus dem Triebwerk. Ja, so ist's. Dadurch wird zwar etwas Energie von den Geschützen und Schilden abgezogen, aber während der kurzen Nachbrennerstöße geht's dafür umso schneller. Hm. Da wird sogar mir ganz schwindelig. Wenn Sie wollen. Und dann mache ich Ihnen einen Flug bereit, 0,6. Mir was Nettes für Ihren nächsten Einsatz. Könnte sein, dass mich dann die falsche Seite abschießt. Ja, aber für so ein Baby kann man schon mal ein Risiko eingehen. Sie könnten eine tödliche Falle sein. Lass mich mit dem Baby fliegen. Lasst mich mit dem Baby fliegen. Ja, das machen wir schon, oder Leute? Das wollen wir schon mal erleben. Na gut, überredet. Los an die Arbeit. Ja, mit Vergnügen. Ich meine, im Augenblick bin ich hier der Chef, sozusagen. Gut, dann sehen wir uns mal weiter um, was oder mit wem wir sonst noch so reden können. Hier ist nicht viel los. Hier ist auch nicht viel los. Oh, es soll wohl gleich zur nächsten Mission weitergehen. Hier. Ah, nein, wir können noch mit Sosa sprechen. Colonel, eine SOS-Drohne wurde gerade geborgen. Oh. Wenn Sie das hören, ist es vielleicht noch nicht zu spät. Schiffe ohne Abzeichen attackieren uns. Viele von uns sind schon tot. Wir wissen, dass Planet FT-957 weit von anderen Kolonien entfernt ist. Aber wenn Sie ein Herz haben, bitte schicken Sie uns sofort Unterstützung. Sonst wird unsere Welt untergehen. Funktioniert dieses Ding überhaupt? Ich habe den Admiral dran. Im Telamon-System muss was Schreckliches passiert sein. Wir wissen nicht was. Ihr Schiff ist einem Jump-Point, der zu diesem System führt, am nächsten. Telamon ist so neu besiedelt, dass die Planeten noch keine Namen, sondern ihre Entdeckungsnummern haben. Dieses System gehört zu den Grenzwelten. Und deshalb kann es auch mit unserer Hilfe rechnen. Wenn es dort einen Brand zu löschen gibt, sind wir zur Stelle. Kurs auf Telamon. Haben Sie irgendwas von Captain Eisen gehört? Nein, leider nicht. Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich etwas erfahre. Na dann. Puh. Oh. Wir springen ins Telamon-System, heißt das, glaube ich. Hoffentlich war das jetzt keine falsche Entscheidung, dass wir da diese Dragon fliegen wollen. Telamon, genau. Nicht, dass wir da tatsächlich abgeschossen werden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Einsatzbesprechung. Maniac, Konzentration bitte. Na klar. Wir fliegen in ein schwarzes Loch. Diesmal werden wir nicht mit Störsendern wie in Peloys zu tun haben, sondern mit einem Informationsvakuum. FT-957 hat ein Notsignal ausgesandt. Wir wissen nicht warum. Wir säubern das Gebiet vom Feind und erkunden die Situation. Sie wollen mich und die Jungs auf dem Planeten absetzen? Ja, aber nicht nur das. Ich werde mit euch mitkommen. Hm? Was? Sie haben diese Frau nicht gesehen. Da unten ist etwas Furchtbares geschehen. Ich will es aus nächster Nähe untersuchen. Zwei Flügelmänner eskortieren Deckers Shuttle und kehren zurück, sobald wir im Landeanflug sind. Alles klar? Dann nichts mehr los. An die Arbeit. Schon gut. Oh, das ist mal eine überraschende Entscheidung.
Wir wollen damit nach unten auf den Boden. Schiffskonfiguration. Die Benches eignen sich für jeden Einsatz. Mit denen kann man fast nichts falsch machen, es sei denn, man will damit ein Großkampfschiff ausschalten. Ja, aber wir fliegen ja jetzt mit der Dragon. Ja. Okay. Flügelmänner. Maniac und Turbo. Ach übrigens, ich kann nicht mit dem Cat Scratch fliegen. Das ist ja komisch. Obwohl ich den gerettet habe. Und ich ja gesagt habe, er kann fliegen, aber nur unter Aufsicht. Den hätte ich jetzt ganz gerne beaufsichtigt. Turbo. Ja, fliegen wir mal mit Turbo. Aber nicht mit Maniac. Ich fliege mit Panther. Die ist etwas besonnener. Und wir fliegen die Dragon. Wir haben ein SOS-Signal vom Planet FT-957 empfangen. Keine näheren Informationen, also werden Sie landen, um herauszufinden, was vorgefallen ist. Greifen Sie den Feind nur an, wenn es absolut notwendig sein sollte. Okay. What? Hallo Leute. Plasma Gun, Tachyon Gun, alle Geschütze, okay. Hitzi King Rakete, Friend of Foe, Torpedos. Okay. Wow. Oh, ist das ungewohnt. Alles in Rot. Aber wir können mal weiterfliegen. Da war jetzt mal nichts. Da sind die Halunken. Die Halunken sind da. Banshee Aces. Wow. Da wird ja selbst die Excalibur neidisch. Okay. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Ja, da ist auch nichts. Okay. Ich fliege jetzt alleine mit dem Decker weiter, oder wie? Ah, scheint so. Okay. Wow. Lass du meinen Decker in Ruhe. Boah, dieses alles in Rot irritiert mich total. Also. Schadensmeldung geben. Hey, ich bin Quietschwedel, Boss. Das ist gut. Dann landen wir mal. Wir fliegen mal in Richtung Planet und landen wir wahrscheinlich dann. Weil wir sehen wollen, was das da. Wow! What? Ach, das ist die Stadt auf dem Planeten. Okay, ich dachte, das ist irgendeine Raumbasis oder so. Aber ich denke, dass das die Stadt ist. Was ist das? Das hat uns noch gefehlt. Ein feindlicher Flieger. Holt eure Waffen. Lieber sterbe ich im Kampf als in Gefangenschaft. Keine Schritt weiter. Ganz ruhig. Wir gehören zur Grenzweltenunion und zu Vize-Admiral Wilford. Wir sind hier, weil sie SOS funkten. Der Flieger beweist, dass sie nicht die Wahrheit sagen. Die Männer, die uns das angetan haben, die benutzten solche Dinge. Hey, wir haben die Maschine erbeutet, ihr Idioten. Seht euch meine Abzeichen an. Ach, was soll's, ihr kommt sowieso viel zu spät, Jungs. Es sind nur noch wenige von uns übrig. Puh, das ging noch mal gut.
Die meisten haben das Bombardement nicht überlebt. Bombardement? Aber hier steht doch noch alles. Auch der Flughafen sieht funktionstüchtig aus. Die Angreifer jagten nichts in die Luft. Sie hatten Biowaffen. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber wieso haben Sie überlebt? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Was steckt dahinter? Das kann kein Zufall sein. Die Männer und Frauen, die tot oder erkrankt sind, haben den ähnlichen Körperfettanteil, die ähnliche Knochenstruktur, Spermien und Ovazahl. Das sind alles genetisch bestimmte Dinge. Was wissen Sie über Nanotechnologie und Biokonvergenz? Biokonvergenz? Ich weiß so gut wie nichts über diese neue Entwicklung. Nun, ich glaube, die Angreifer verteilten selbstreplizierende Nanobots in der Atmosphäre, und zwar Millionen. Nanobots? Wow. Ja. Stellen Sie sich Computer vor, so klein wie Atome. Sie dringen in den Körper ein. Sie machen einen Genvergleich in der DNS-Kette und gefällt Ihnen nicht, was Sie finden? Greifen Sie die RNS an. Die Zellen vermehren sich nicht mehr und töten sich gegenseitig. Ich zeige es Ihnen. Oh, 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 oh. Oh, bitte nicht. Der Körper wird dadurch zu einem Schlachtfeld. Innerhalb weniger Stunden sieht man so aus. Und wieso sehen wir dann nicht auch so aus? Danken Sie Ihren Eltern dafür. Die Nanobots sind programmiert. Sie suchen nach bestimmten genetischen Charakteristika. Niedriger Körperfettanteil, gutes Sehvermögen. Man kann in die Nanobots einprogrammieren, was man will. Und so tödlich in die DNS-Kette eingreifen. Man kann zum Beispiel alle dünnen Leute ausrotten. Oder alle, die unter Eisenmangel leiden. Man muss nur den Code verändern. Sie kamen aus dem Nichts, die namenlosen Schiffe warfen solche Behälter ab. Wie viele Männer und Frauen hat's erwischt? Ich würde sagen, 90%. Das ist ein Geisterplanet geworden. Ich habe sowas im letzten Krieg gesehen. Wenn der Rest von denen nicht bald rausgeflogen wird, bringen sie sich um. Admiral Wilford wird Maßnahmen ergreifen, sobald der Bericht vorliegt. Ich frage mich, was für Maßnahmen der Admiral ergreifen soll, wenn ich mir das so ansehe. Nur gut, dass die Kilrassi sowas noch nicht hatten. Mhm. Colonel, danke. Das ist ja grausam. Also das macht mich jetzt mal so richtig stinksauer. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also wenn da die Konföderierten dahinter stecken. Oh, wir sind schon wieder an Bord des Schiffes. Pliers, mit dem können wir nicht reden. Der ist noch nicht fertig mit seiner Forschungsarbeit. Wahnsinn, oder? Mit Sosa sprechen. Oh. Kerzler anzünden. Ich würde gern für jeden auf dem Planeten eine Kerze anzünden. Hm. Ich glaube nicht, dass der Raum hier so viele Kerzen fassen kann. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Ich habe während der vielen Jahre, die der Kilrathi-Krieg dauerte, nie so etwas Schreckliches gehört. Präzisionsmord an unschuldigen Leuten. Die falsche DNS-Kette und man ist zum Tode verurteilt. Es ist teuflisch. Anders kann man es nicht nennen. Ob ich jetzt wohl tot wäre, wenn ich mit Ihnen hingeflogen wäre? Wer würde dann eine Kerze für mich anzünden? Eine sehr gute Frage. Wow. Das ist, jetzt wird's richtig, richtig heftig, das muss man schon sagen. Mit Maniac sprechen, oh, na gut. Was macht denn der auf Sosas Platz? Mit dieser Übertragung senden wir ihn. Im System ist... Hey, das kriege ich nie hin. Wo ist Sosa? Und
Was soll das werden? Ich bin ein Pilot. Ich sehe keinen Steuerknüppel. Diese Nachricht kam vor ein paar Minuten und... Und plötzlich passten mehrere Faktoren zusammen. Das hätten wir schon während der Probleme im Pilot-System erkennen müssen. Wir wurden stutzig und als sie die Position meldeten, an der sie neulich die Jäger ohne Abzeichen einkassierten, war klar, dass wir diese Zone nochmal untersuchen mussten. Anhand unserer Berechnungen fanden wir bald heraus, dass das Axios-System dabei eine zentrale Rolle spielt. Da war ich schon mal, es gibt nichts in Axios. Natürlich ist da noch viel Spekulation dabei. Mit dieser Übertragung senden wir Ihnen alles, was wir über Axios wissen. Es ist wild und unbewohnt. Nur Wüstenplaneten. Der perfekte Ort, um große Streitkräfte zu verstecken. Man hat uns berichtet, dass sich momentan ein riesiges Großkampfschiff im Axios-System befindet. Viel Glück bei der Suche. Glauben Sie mir, die Suche ist sinnlos. Aber wenn Sie etwas Zeit totschlagen wollen, können wir gerne dorthin fliegen. Das gefällt mir nicht. Wir fliegen zum Nachbarsystem von Axios. Ja, Sir. Wir fliegen erst in das Axios-System, nachdem ich mich dort umgesehen habe. Das ist auch eine kluge Entscheidung, glaube ich. Und wo springen wir denn jetzt hin? Nicht ins Axios-System, sondern ins... Callimachus-System. Ins Callimachus-System. Ja, dann schaue ich jetzt mal nochmal, ob ich nochmal mit irgendjemandem reden kann. So sah auch nicht mehr. Dann würde ich nämlich sagen, wäre es Zeit für die nächste Mission, aber diesen Einsatz besprechen wir dann erst in der nächsten Folge. Also bis dahin, ciao!